Ja, da sind wir wieder. Advent, es hört nicht auf. 24 Videos bis Heiligabend. Und heute mal keinen Comic, weil ich mir gedacht habe, ich möchte auch ein bisschen immer Abwechslung reinbringen. Nein, heute wird es ein Tipp. Ein Tipp für Silvester. Ja, denn das Fest, bei dem alle mal sagen, oh Gott, wir müssen Silvester etwas total Tolles machen, springen wir uns. Nein, das sage ich jetzt nicht. Lass uns Feuerwerk anzünden, sonst irgendwas. Ja, und dann ist es nachher trotzdem nur die eine private Party, bei der man dann mit ein paar Leutchen zusammensitzt und genüsslich in sein Raclette einschläft. Ja, ich hab was für euch. Ich hab nämlich Krimi-Partys für euch als Tipp. Das ist jetzt von Cornelia H. Müller. Das ist ein Krimi-Party-Buch mit 5 neuen Fällen, kostet 13,59 €. Und ich habe schon einmal ein Krimi-Dinner gemacht, deswegen kann ich sogar ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und zwar handelt es sich bei hier um Mord in bester Gesellschaft. Ich werde jetzt nicht alles auflösen, was hier dieser Fall beinhaltet. Finde ich blöd für die Leute, die es machen wollen. Aber auf was kommt einem zu, wenn man so ein Krimi-Dinner machen will? Als erstes bin ich der Typ dafür, ich finde, man müsste unterstützend rein... Achso, bevor ich so in die Details gehe, was ist ein Krimi-Dinner eigentlich? Ganz einfaches Prinzip. Jeder kriegt eine Rolle zugewiesen. Man muss jetzt aber nicht so krass schauspielen, dass man sagt, oh, hier, sonst was. Kann natürlich jeder, wie er möchte. Kann auch einfach nur den Namen haben und dann normal, ne, nochmal agieren, halt wie in der Rolle. Und einer ist aber der Mörder. Es ist also irgendwo ein Mord passiert, irgendeine Leiche ist also immer mit dabei. Und dann gilt es für die anwesenden Personen, so Sherlock Holmes-Style, herauszufinden, wer war das? Und das geht dann darüber, dass sich gegenseitig die Leute fragen. Was hast du denn dann gemacht? Was ist denn dein Alibi? Wo warst du denn zur Tatzeit? Sonst was? Es ging jetzt alles schon so ein bisschen polizeigeschäftsmäßig. Aber jeder hat ja so, kriegt dann in den Rollenbeschreibungen auch immer noch so seine eigenen dunklen Geheimnisse. Und da ist schon das zweite Stichwort. Jeder von denen bekommt eine Rollenbeschreibung. Eine Rollenbeschreibung teilt sich immer auf in den Text, den alle nachher vorgelesen bekommen. Das heißt, man sitzt in der großen Runde zusammen und jeder liest in einer bestimmten Reihenfolge seinen eigenen Text vor. Und dann gibt es nach diesem normalen Text noch einen Geheimtext. In dem stehen noch dunkle Machenschaften drin und auch Fragen, die anderen gestellt kriegen können. Und bevor diese Rollen vorgetragen werden, gibt es dann die sogenannte Grundgeschichte. In dieser Grundgeschichte wird dann erzählt, was überhaupt passiert ist. Ne? Also, man trifft sich zusammen in einem Chalet in der Schweiz und es ist eine große Party und dann ist auf einmal einer tot am Boden am nächsten Tag. Irgendwie sowas. Und dann werden die Rollen vorgelesen, jeder liest sich noch seinen Geheimtext durch und dann kann das Spiel im Endeffekt beginnen. Damit das aber nicht zu Überforderung führt, das ist das Problem bei solchen Dingern, sollte man die Rollentexte zum Beispiel sofort wegschicken. Es ist natürlich blöd, dass natürlich die Grundgeschichte dann erst an dem Abend vorgelesen wird, aber dann kann derjenige sich schon mal ein bisschen darauf einlassen, was so ein bisschen passiert ist. Man wird also, wenn die Texte raus sind, nicht unbedingt verstehen, worum es geht, aber sobald dann die Geschichte vorgelesen wird, an dem Abend selber, macht es dann so, ach klick, ach das ist dann passiert, darum ist jemand gestorben, weil das Wichtigste ist vor allem, dass der Mörder seinen Text vorkriegt, weil der kann sich schon mal darauf einstellen, das Lügen zu lernen. Weil der darf nicht entdeckt werden. Ziel des Spiels ist es nachher, den Mörder zu entdecken. Sollte das nicht passiert sein, hat der Mörder gewonnen. Sollte das doch passiert sein, ist halt die Frage, wie viele Leute das dann halt entdeckt haben. Wie erfolgreich war der Mörder und sonst irgendwas. Das ist halt die große Interessensache. Und wir haben das im letzten Silvester gespielt, also von 2014 auf 2015. Und da ist es so gewesen, dass ich dieses Buch, also dieses Krimi-Party, fünf neue Fälle für Ermittlung zu Hause, hatten ja ein paar kleine Rechtschreibfehler und sowas drin, das muss ich schon zugeben, aber ist eine super Anleitung. Sie haben das so gemacht, dass hier das Buch ist und dann kann man sich im Internet noch PDFs ausdrucken mit den Rollennamen, mit Einladung und sonst irgendwas. Und die Fälle sind eigentlich auch ganz spannend. Man muss halt immer gucken, wie viele Gäste man bekommt. Das ist wichtig. Wenn es sehr viele Gäste werden, gibt es auch viele sogenannte Nebenrollen. Das wird ja nicht laut vorgelesen, sondern die Leute haben dann halt eher weniger Text und sind eher begleitend und sind auch fast eher sowas wie Ermittlerfiguren. Während die Hauptfiguren ja selber immer alle etwas zu verbergen haben. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung her, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen. Jeder, der seinen Raclette noch ein bisschen aufpeppen will, dem empfehle ich, Krimi-Dinner zu machen. Normalerweise ist es so, also wir haben uns auf jeden Fall so dran gemacht, es gab
Es gab jetzt einen großen Hauptgang und ich glaube noch ein bisschen was danach, aber man kann das so ein bisschen nach dem Essen ausrichten. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt erstmal die Vorspeise, dann haben alle schon mal ein bisschen was gegessen, dann wird der Mordfall vorgelesen. Und dann lesen halt auch die Charaktere sozusagen ihre Sachen vor. Und dann wird der Hauptgang, wird gegessen, es wird gegessen. Und nach dem Hauptgang kann man dann sagen, okay, jetzt spielt man auch einfach nochmal. Und wichtig ist, das war in dem Fall meine Rolle bei diesem Krimi-Dinner, ist als, ja, viel Vorbereitungszeit. Ich muss mich in diese Geschichte hineindenken. Ich muss verstehen, warum ist das passiert, warum ist das passiert, warum ist das passiert, warum, wie hängt das miteinander fest. Ich muss die Leute ordentlich briefen. Und an dem Abend selber, da wird es dann für einen eher etwas weniger. Ich mochte die Rolle sozusagen als, ich nenne es mal Spielmeister, mochte ich sehr gerne, denn ich konnte beobachten, wie alle miteinander sozusagen versucht haben, so ein bisschen zu spielen, so rauszufinden, ah, was hat der denn jetzt gemacht? Könnte es der das gewesen sein? Bla bla bla. Und ja, also man kann, ich kann es natürlich jetzt auch so machen, das ist die andere Variante, dass man nicht nur als unbeteiligter Spielemeister daneben sitzt und guckt, wie das funktioniert. Ich könnte jetzt auch einfach eine Fälle aus diesen Büchern nehmen und mir einfach vorlegen und sagen wir so, mir ein, also ich könnte mir den Grundtext durchlesen, ich könnte mir den oberen Text durchlesen, aber dann dürfte ich mir die anderen Texte nicht angucken und müsste sie auch einfach so, ohne gelesen zu haben, einfach losschicken. Und dann dürfte ich als handelnde Person selber mitraten. Aber ich muss zugeben, mir hat die Rolle als Vorbereitung und sowas sehr gut gefallen. Ich habe es dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu weit getrieben. Ich habe sogar eine kleine PowerPoint vorbereitet, in der gezeigt wird, wer wer ist. Und aber ich fand es dann unterstützend dann sehr gut, weil das ist das Problem. Es müssen deutliche Namensschilder stehen, damit jeder weiß, wer ist der, damit das halt einfach weiterlaufen kann. Das ist wichtig. Und ja, es ist natürlich irgendwo schon anstrengend von Kopf her, so viel mit reinzudenken, aber es macht auch sehr viel Spaß, weil es ist nicht ein Pen and Paper im klassischen Sinne, wo man einfach sich hinsetzt und sich krass in irgendein Szenario eindenken muss. Es ist so eine Hybride aus leichtes Spiel und ein bisschen Rollenspiel, weil man muss auch nicht übertreiben, dann einfach. Man kann auch einfach man selber bleiben, nur man hat den Namen Henry Valentino oder sowas. Und darum mein Tipp für Silvester. Ich habe jetzt dieses Buch zur Unterstützung genommen. Das findet ihr auch im Beschreibungstext unten, wenn ihr euch eins zulegen wollt über Amazon oder als Geschenk weitergeben wollt oder als Grundlage. Natürlich kann man sich auch selber was überlegen, aber das erfordert sehr viel Gehirnschmalz. Und sagen wir so, wenn es auf Silvester zugeht, ist auch nicht mehr so viel Zeit. Da hat man auch nicht immer so viel Zeit, dann auch noch nachzudenken. Deswegen das als Grundlage genommen und ja, freut mich. Was habt ihr an Silvester vor? Kommentiert doch einfach und ich freue mich über jedes Abonnement. Bis zum nächsten Advent. Tschüss, gönn!